Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, das genau auf den 31. Dezember 2023 fällt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um euch allen ein wunderschönes neues Jahr 2024 zu wünschen. Ich nehme einmal an, dass das Jahr 2023 für viele, wie auch für mich, ein Jahr mit großen Herausforderungen war. Und deshalb starten wir das Jahr doch einfach mit ein bisschen Humor, statt einem Rezept oder etwas zum Einkochen. Der Anlass war Ingrids Adventskalender. Ich habe die Türen tatsächlich direkt vor der Kamera aufgemacht und wusste nicht, was auf mich zukommt. Als ich das Türchen mit der Knusperschokolade aufmachte, sah ich, dass sich auf der Knusperschokolade so ein schöner hellbrauner Film gebildet hatte. Dieser Fettfilm, der passiert, wenn sich die Schokolade nicht so gut verträgt mit dem, was drin ist. Und musste irgendwie übertünchen, dass da was schiefgelaufen war. Und habe mich wirklich redlich bemüht. Und als ich dieses Video geschnitten habe, habe ich gesehen, wie oft ich es eigentlich versucht hatte, irgendwie drüber hinwegzukommen, damit das nicht auffällt. Und das ist mein persönliches Dinnerforum für euch zum Abschluss des Jahres. Nummer 17. Das sieht ja seltsam aus. Knusperpralinen. Das sind Herzen. Und die haben eine Maserung. Okay. Knusperpralinen. Ach, einfach nochmal. Knusperpralinen. Okay. So sehen die aus. Da bin ich gespannt. Die muss ich nachher probieren. Das habe ich doch jetzt nicht wirklich gesagt. Nee, ich mache jetzt erstmal was anderes. Komm schon, du kannst das. Ich werde jetzt nochmal, das hier werde ich jetzt mal probieren. Die Knusperpralinen werde ich jetzt mal probieren. Oh nein, oh nein, oh nein. Augen zu und durch. Okay. Das ist jetzt tatsächlich mal nicht so meins. Wie sag ich's bloß? Okay. Oh Gott, was mache ich jetzt bloß damit? Ach, einfach nochmal. Oh, die Krümel. Die sind sicher für Leute, die es so richtig süß mögen, ganz gut. Echt jetzt? Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, das ist tatsächlich mal eines der Dinge, die nicht so ganz meins ist. Obwohl ich sicher bin, dass ich dafür jemanden finde, der das gut findet. Boah, du redest dich irgendwann echt doch mal um Kopf und Kragen. Schokoladig und knusprig. Boah, das ist doch jetzt echt nicht dein Ernst. Ist in diesem Falle jetzt tatsächlich nicht so ganz meins. Aber ist lecker. Ist in Ordnung. Für Schokoladenliebhaber sicher gut. Oh nee, das geht so gar nicht. Nee, das lassen wir doch wieder weg. Ich versuch's jetzt einfach nochmal anders. Ganz spannend finde ich das Apfelsalz. Sowas ist mir im Leben noch nicht untergekommen. Und die gebrannten Sonnenblumenkerle sind sehr lecker. Und täglich grüßt diese hier. Diese Knusperpralinen, das ist, glaube ich, nicht so ganz meins. Die sind sicher lecker und sicher gibt es Leute, die sowas nehmen. Diese Knusperpralinen sind nicht so hundertprozentig meins, aber ist auch eine schöne Idee. Ja, na klar. Diese Förmchen gibt es übrigens immer mal günstig bei den üblichen Discountern. Eine wunderbare Überleitung, das hast du großartig gemacht. Nochmal. Also besonders spannend finde ich dieses Apfelsalz. Ja, das ist eine Kombination, da bin ich echt nicht drauf gekommen. Und da bin ich ganz gespannt, das auszuprobieren. Besonders lecker finde ich die Sonnenblumenkerne. Oh Gott. Und jetzt nochmal? Nee. Nee. Nee? Nein. 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 Und bis zu den nächsten drei Türchen. Tschüss.